Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Teardown. Heute spielen wir gegen Steve, der diamantabbauende Steve. Den müssen wir heute eliminieren. Dazu haben wir eine Rampe, ihr kennt das Spielchen, und wir haben Fahrzeuge, jede Menge Fahrzeuge, die ihr alle schon kennt. Wir haben aber auch neue Fahrzeuge installiert und wir beginnen natürlich direkt mit einem neuen Fahrzeug. Und zwar haben wir hier, wartet, da, es wird gleich angezeigt, gib mir eine Sekunde, Rick's Spaceship. Da gehen wir mal rein. Boah. Okay, das ist schon mal relativ... Wow, oh Gott, die Steuerung ist ein bisschen ruppig, muss ich ehrlich sagen. Okay, dann gehen wir mal rein, Leute. Spaceship. Mal sehen, was wir damit für einen Schaden anrichten können. Ich vermute aber mal, dass der uns ja wirklich massiv spitz hacken wird. Vielleicht... Oh. Alter, der hat uns mit der Spitzhacke komplett in die... Weiß ich nicht, ey, den Erdkern befördert oder so. Wir haben auch wirklich gar keinen Schaden gemacht. Null. Ein bisschen an der Rampe haben wir Schaden gemacht. Okay. Wir brauchen dickere Geschütze, Leute. Wir machen weiter. Was haltet ihr davon? Ein SUV, Jeep fast schon, mit einem Wohnwagen-Anhänger. Oh, kriege ich die Kurve? Kriege ich auf je... Oh, die kriege ich sogar. Ah, Leute, deswegen bin ich einfach ein Profi-Autofahrer. Oh, oh Gott! Das passiert jedem Mal, Leute. Sag mal. Und go! Oh, Alter! Das haut so. Die Spitzhacke ist die heftigste bisher, was wir hatten, Junge. Was ist denn das? Ja, genau. Wir brauchen sowas hier. Baumaschinen. So, am besten das schön hoch, damit wir vielleicht die Spitzhacke damit abwehren. Abfahrt. Let's go. Das Ding kommt ja gar nicht in Tempo. Müssen wir ein bisschen Turbo-Speed hier machen. Und... Oh, wir sind der Spitzhacke ausgewichen. Das war strong. Wir haben da guten Damage gemacht. Aber leider war das Teil nicht so schnell, deswegen... Oh, warte mal, vielleicht leben wir noch, vielleicht... Ja, wartet. Oh Gott, die Schaufel ist weg, ich wollte die gerade runterfahren. Da liegt sie. Vielleicht können wir jetzt noch entscheidenden Schaden hier am... Nein. Nein, du sollst ja da nicht hochfahren, Kollege. Oh Mann, ey. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, okay. Beruhigen Sie sich bitte, beruhigen Sie sich. Was nehmen wir uns als nächstes Auto? Ich würde sagen, wir... Wir nehmen einen Lamborghini. Wer kennt die Marke, Leute? Also, die Marke habe ich ja gerade gesagt. Wer kennt das Modell? Boah. Okay, da will ich jetzt aber wirklich Vollgas haben. Vollspeed brauchen wir da. Und... Okay, warte, wir müssen erstmal ein bisschen hier auf die Rampe zukommen. Und go. Ui! Boah. Alter, der ist übermassiv. Ich glaube, den zu zerstören wird sehr schwer heute. Ich bin da mit 200 Sachen reingedonnert. Ich habe da nahezu keinen Schaden gemacht. Denkt ihr ein BMX-Fahrrad mit Stützrädern? Oh nein. Oh Gott. Der ist aber, denke ich, nicht schlecht. Passt mal auf. Go. Oh, Alter. Oh, gegen die Stirn. Okay, das war tatsächlich ziemlich heftig. Ich kann einen Airtrick machen. Warte mal. Hier. Okay, man sieht es jetzt gerade nicht, weil ich eh fliege, aber... Oh, ja, das ist gut, das ist gut. Und jetzt ballern wir hier da... Oh, no! Nein, das ist nicht kaputt gegangen. Mann! Wartet, dann machen wir einfach so. Auch nicht? Okay, wartet. Wir brauchen hier etwas Stärkeres. Das Fahrzeug ist, denke ich, unzerstörbar. Guckt euch das mal an. Das geht nicht kaputt. Vielleicht läuft es ja damit besser. Ein Dreirad. Boah, weiß ich nicht. Okay. Vollgas. Oh Gott, das fliegt ja direkt. Oh Gott. Ja, okay, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und go. Oh, ja, wir sind drin. Im Doppelkinn. Oh, aber es geht nicht weiter. Boah, der ist heftig. Mann, ey, wir brauchen irgendwas. Wir brauchen was Explosives. Vielleicht macht es ja eine Mega-Stretch-Limousine. Das Ding ist arschlang. Let's go. Wir nehmen schön Tempo auf. Ah, nicht die Autos crashen. Bisschen bremsen. Und go. Direkt mit Turbo. Ja. 200 mit der Stretch-Limo. Kaum Schaden. Das ist ja illegal. Das sieht sehr mau hier heute aus. Gott, hier sammeln sich die Fahrzeuge unten. Und Steve lässt einfach alles an sich abprallen. Oh mein Gott, man kann mit dem Geschütz schießen. Guck mal, das Geschütz hier hinten auf diesem Militärfahrzeug. Damit kann man, glaube ich, schießen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir gerade Schaden machen, aber es hört sich auf jeden Fall gefährlich an. Wir machen da absolut gar keinen Schaden. Was ist das denn? Nee, das war ja... Das war wirklich Käse. Okay, wir brauchen härtere Geschütze, Leute. Das Ding war... Der war doch immer ein absoluter Bringer. Raketenauto hat immer einen guten Job gemacht, Leute. Versuchen nochmal.
Und... Gott, die Schüsse kommen gar nicht an. Oh, der macht einen sehr guten Job. Am besten jetzt erstmal gut, wenn wir diesen Arm loswerden, ne? Warte mal, dazu müssen wir die Connection da... Oh, den Arm abzutrennen, aber sehr schwierig. Ich würde sogar sagen, unmöglich. Okay, dieses Raketenfahrzeug funktioniert wirklich super. Oh, wir haben sogar ein Loch geschossen, ne? Jetzt müssen wir nur noch das Loch treffen. Das könnte aber tatsächlich schwieriger werden als gedacht. Wir parken, wir springen mal nicht mit dem Fahrzeug, wir parken das erst noch. Das könnte noch sehr entscheidend werden für die Zukunft. Das ist viel zu laut. Wir müssen das hier hinten parken. Das nervt sonst mit seinem überlauten Motor die ganze Zeit rum. Für solche Extremfälle habe ich hier ein Notfallauto. Ein, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Ich denke, es ist ein Panzer. Kann ich hier irgendwo einsteigen? Lassen Sie mich rein. Hier hinten oder was? Ah, ja, Drive. Ach, das ist vorne. Ah ja, macht Sinn. Ich habe keine Kanone. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Das sieht doch übergefährlich aus. Wieso kann ich den nicht schießen? Der hat sogar Ketten. Kettenantrieb. Aber der sieht schon sehr brutal aus. Wenn wir damit genug... Boah, der ist extrem langsam, ne? Aber wenn wir damit genug Tempo ankommen, könnte ich da... Da sehe ich mich. Könnte ich mich da durchscheppern. Passt mal auf. Wir testen erstmal das Fahrzeug. Ja, überrollt den auf jeden Fall easy. Geht auch nicht kaputt. Scheint ein Bringer zu sein. Wir machen Topgas. 100. Oh! Joa! War ein bisschen zu schnell, leider. Wir haben ihm da einen Kinnhaken gegeben, aber mehr auch nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber in der letzten Terron-Episode habe ich gesagt, ich habe das Ding hier ewig installiert, bis es wirklich auch allumfassend hingehauen hat. Aber man kann nämlich hier arschviel machen. Ich habe euch das schon gezeigt. Man kann hier verschiedene Sirenen anmachen. Ne? Ganz klar, man kann die Lichter kann man hier anmachen. Hier vorne das Warnlicht. Ich mach die Sirenen mal wieder aus. Oh Gott, wie gehen die aus? Ich bin überfordert. Hallo. Oh, das gibt mir so richtige American Vibes, ne? Nebellicht. Okay, also das Ding blinkt jetzt. Oh Gott, es laggt voll. Warte, wir machen das lieber mal wieder alles aus. Es laggt, weil Steve umgekippt ist. Warum ist der plötzlich umgekippt? Steve, du alte Sau. Kein Bock mehr zu stehen oder was? Ach, weil es da hinten alles abbrennt. Oh, das ist ein so Baba-Hit, Alter. Da hat sich die Installationsdauer aber auch gelohnt mit der Feuerwehr. Ab durch die Kniescheibe. Into Explosion, into Ausstieg. Wenn das mal nicht smooth war, aber boah, das leckt brutal, ne? Wir müssen eigentlich das Feuer stoppen. Warte mal, das leckt hier. Und da werden ja eigentlich perfekt die Feuerwehr dafür gehabt, ne? Schade. Wie machen wir das jetzt? Warte mal, wir brauchen dazu... Ich hab eine Idee. Vielleicht die Lava-Gang. Das machen wir hier, schneiden wir hier. So, damit sich das nicht so weit ausbreiten kann. Jetzt löschen wir die Lava. Oh Gott, Alter, Steve, beruhig dich. Oh mein Gott, es leckt. Das haben wir noch nie geschafft, dass eine Figur komplett umgekippt ist. Junge, sein Gehirn fliegt raus, denke ich. Ah. Das war auf jeden Fall der untere Rücken, den das komplett erwischt. Und hier? Boah. Boah. Hier ist das mit dem Feuer geklärt. Gott, das mit dem Feuer hat wirklich geklappt. Ich bin selbst erstaunt. Aber wisst ihr, was mir auch ein bisschen auf die Nerven geht? Ist diese... Oh nein. Ich habe vergessen, dass das explodiert, dieser Schuss. Scheiße. Steve. Geht's dir gut? Oh Mann, ey. Alter Schwede. Die Feuerwehr, die Sirene ist immer noch an. Das ist ja komplett krank. Ich würde sagen, wir setzen zum Finisher-Move an, Leute. Der finale Finisher-Move mit einem Bus. Einen guten alten Oldschool-Bus. Man kommt hier kaum raus. Ey, Seitenspiegel abgefahren. So, ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt hitten können, ehrlich gesagt. Oh, Alter, ich bin so vorbeigeflogen. Alter. Aua, aua, aua. Boah, in dem Bus will ich nicht zur Schule sitzen. Da gebe ich mir dann doch lieber 6 Uhr morgens Mathe, ey, als da drin zu sitzen. Wobei, guckt mal, die letzten 4 Kinder, 6 Kinder könnten überlebt haben. Ich denke, wir brauchen da eher ein kleines, aber schnelles Auto. Zwar nicht der originale Lambo, aber auch ein extrem schneller Sportwagen. So Lambo-Fake-mäßig. So. Wie macht man das, Leute? So, irgendwie so. Und jetzt Vollgas. Und hoch. Und jetzt diesen. Oh, der war gut, aber ich war zu schnell. Alter Schwede! Haust rein! Steve will zu Alex. Junge, der ist auf der Plattform jetzt! Der macht Breakdance! Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und jetzt kracht er da durch. Mit seinem Dickschädel, Alter. Heilige Karamba, ey. So krass haben wir noch nie eine Figur auseinandergenommen.
Boah. Jetzt kracht er nochmal auf diese ganzen Explosionsdinger. Wartet. Bam. Bam. Bam, bam. Ja, auf der Seite haben wir auch noch welche. Boah, der direkt da drunter, der ist geil. Ich würde sagen, wir haben den Kampf gegen Steve erfolgreich gewonnen. Also, weiß ich nicht, was ich... Warte mal. Vielleicht, ich habe noch eine Idee, was wir machen könnten. Ein großes Finale. Das Space Shuttle. Da kann ich doch gezielt in die Birne fahren. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Speed aufsammeln, um abheben zu können. Schaffen wir das? Okay, knapp, aber passt. So, jetzt rückwärts, Leute. Au, das ist ein bisschen zu spät. Und go. Und zack. Wo bist du, Steve? In dein Nischel rein. Bam! Boah! Das war nochmal ein richtig geiler Hit, ey. Oh Gott! Ciao. Ah, moin. Boah, geil. Das war eine sehr actionreiche Folge. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Flankt den Like und den Abo-Button. Abonniert kostenlos, Leute, um mich zu unterstützen. Da freue ich mich selber, jeden neuen Abonnenten auf den Weg zu 2 Millionen. Schreibt eure Ideen in die Kommentare, was wir als nächstes zerstören. Würde ich mich auch sehr freuen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.